Nummer 1. Alphas wertschätzen Leistung und Leistungsträger. Wenn du nach oben willst, dann musst du nach oben blicken und jene, die eben oben sind, dafür anerkennen. Das heißt nicht, dass du denen in den Hintern kriechst oder du nur um nach oben zu kommen deine Ideale verkaufst, sondern eben wie gesagt die gebührliche Anerkennung zollst. Nach meiner Beobachtung tut das ein Beta-Mann nicht. Beta-Männer verfügen nach meiner Einschätzung eher über die Eigenschaft, wohlhabende Erfolgsmänner pauschal in den Dreck zu ziehen. Und sie lassen auch keine Gelegenheit aus, Intrigen gegen diese zu spinnen. Für mich sind das ganz klar Anzeichen von Neid und Komplexen der Minderwertigkeit. Und ob man mit so einer Proletarier-Einstellung, könnte man sagen, seine Chancen auf Erfolg steigert oder eher verringert, ich denke, das kannst du dir selbst beantworten. Zweitens, Betas quatschen, Alphas machen. Viel zu reden, versprechen und große Ankündigungen zu machen, ohne Taten folgen zu lassen, das ist jetzt ebenfalls eher eine Eigenschaft, die ich bei Qualitätsmännern nicht wirklich häufig antreffe. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass viel reden generell eher eine weibliche Eigenschaft ist. Und auch hier kann man ja sagen, Frauen reden, Männer machen. Das siehst du eigentlich auch selbst. Wenn sich zum Beispiel Frauen irgendwo treffen, dann setzen die sich hin und die reden. Und wenn Männer sich treffen, dann machen sie irgendwas. Zum Beispiel Sport, am Auto schrauben, irgendetwas bauen oder irgendwas anderes Fruchtbares. Und das bemängeln Frauen ja auch regelmäßig. Männer können sich nicht ausdrücken oder er kommuniziert einfach nicht, heißt es dann ja oft. Natürlich kommunizieren wir, nämlich über unsere Taten anstatt vieler Worte. Soll heißen, du wirst nicht mehr Alpha, je gesprächiger du bist, sondern je tatenfreudiger du bist. Nummer 3. Alpha-Männer tendieren dazu, Besserverdiener zu sein. Also all die Punkte, die ich hier aufzähle, die sehe ich persönlich deutlich häufiger bei Männern, die in ökonomisch sehr soliden Verhältnissen sind. Ein mittelloser Habenichts, der mit 30 noch bei Mama im Keller wohnt und Alpha-Mann? Eher unwahrscheinlich, um nicht zu sagen ausgeschlossen. Ich hab's ja schon öfters gesagt, Geld ist das, was früher die Steinzeitkeule war und du brauchst einfach mehr davon. Nummer 4. Alphas haben kein Problem mit dem Alleine-Sein. Ja, das ist ein richtig großer Punkt, größer als es den Anschein hat. Denn das Ganze hat sehr viel mit der Bestätigung von anderen zu tun, die Betas eben brauchen und Alphas nicht brauchen. Also du versteckst dich sicher nicht unter einem Stein oder in deinem Kämmerchen oder so, damit es dir besser geht oder du Maskulinität ausdrückst. Aber es macht dir eben nichts aus, auf dich alleine gestellt zu sein. In letzter Hinsicht bist du es ja sowieso. Verstehst du, was ich meine? Du brauchst einfach niemanden, damit du dich wohl, selbstbewusst, sicher und attraktiv fühlst. Am wenigsten brauchst du dafür Frauen. Bedürftigkeit macht dich ja nicht nur in den Augen einer Frau unattraktiv, sondern generell. Und je weniger abhängig du von anderen bist, desto höher wird dein Marktwert sein. Fünftens, Beta-Männer sind modern, um modern zu sein. Also ganz klar, nicht alles, was der Zeitgeist heute so zu bieten hat, ist per se schlecht. Gerade technische Errungenschaften, Mobilität und Medizin zum Beispiel, da hat sich doch eine Menge zum Positiven entwickelt in den letzten, sagen wir 100, 150 Jahren. Allerdings bringt Komfort auch mehr Trägheit mit sich und Bequemlichkeit ist wirklich keine Eigenschaft, die sich ein Qualitätsmann leisten kann und leisten will. Und wenn es jetzt um Dinge wie körperliche Fitness, die ja durch den Verlust an physischer Arbeit immer mehr abnimmt, um Digitalisierung zu Ungunsten der biologischen Realität oder auch um die vermeintliche Mann-Frau-Gleichheit geht, dann ist die Moderne einfach mal auf dem Holzweg. Alpha-Männer erkennen das an, das heißt, sie anerkennen zeitlose Qualitäten wie eben die Leistungsgesellschaft, physische Arbeit und angeborene Wesensunterschiede,